Siebenmal in der Woche möchte ich auch. Ich habe hier ein seltenes Exemplar entdeckt. Ein Jurist, in dessen gepanzerter Brust das zarte Flämmchen der Menschlichkeit noch nicht völlig erlaubt. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Dieses Land will Zuckerkuss. Das will die Wahrheit nicht wissen. Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit. Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Was glauben Sie eigentlich, was Auschwitz war? Ein kleines Ferienlager am See? Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Seien Sie doch nicht so naiv. Ich will wissen, was dort passiert ist. 10 Millionen Nazis. Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Alle, die dort gedient haben. Das waren doch Soldaten. War doch ihre Aufgabe. Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden. Da wurden umgebracht Hunderttausende. In Nürnberg wurden 150 Männer verurteilt. Von den Alliierten, nicht von der deutschen Justiz. Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden. Von ganz normalen Menschen. Du bist unausstehlich geworden. Du siehst nur noch das Schlechte. Du bist blind. Ich sollte man vergast. Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören.